Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge haben wir uns in die Kirche eingeschlichen und legt dich schlafen. Okay. Ich könnte theoretisch einfach abhauen, aber wir sollen uns ja schlafen legen. So, und wenn wir nach oben Gott sei gucken, mit dir. neben meiner Navigationsleistung, dann sehen wir, dass ich eingesperrt Eilst du bin. zum Gebet? Was ich auch nicht so Unmöglich, schlecht Herr. finde. Das muss Zirkatus Tibor gewesen sein. Er kann nicht schlafen und betet bis spät in die Nacht. Was ist hier los? Verdammt, zu spät. Egal. Hätten hier vielleicht ein paar Geheimnisse sein können. So, schlafen legen höchstwahrscheinlich genau über oder unter mir. Glaub nicht, dass ich hier schlafen darf. Ja, über mir. Wir waren ja schon mal hier, deswegen, ich kenne mich ja ein bisschen aus, ne? Warum so in Eile? Dachte ich jedenfalls. Aber die Schlafsäle waren doch ganz woanders. Wenn ich mich recht entsinne. Hier war das Essen. Ja, das Schlafen war oben, hundertprozentig. Okay, nicht da. Aber ich muss hier lang. Oder? Nee, hier war der Ausgang. Hier war der Ausgang, Freunde. Die Stimmt hier. verbotenen Bücher müssen in diesem Schrank sein. Sowieso. Aber ich hab die doch schon längst rausgeholt. Du kommst aber spät mit der Info. Naja, gut. Hallo Mönch. Unterhalten wir uns. Ich bin Novize Gregor. Ich weiß, und ich habe keine Zeit für Geplauder. Ich transkribiere seit Jahren Tag ein, Tag aus Bücher. Und ich werde es tun, bis ich sterbe. Was? Du tust nichts anderes? Es ist meine Buße und mein Segen. Und nun, Bruder, lass mich bitte weiterarbeiten, damit die Seite fertig wird. ein lebender Kopierer. Das ist ein scheiß Leben. Naja. Betten suchen. Ne, da sind sie Sterben? Wir offensichtlich waren nicht. genauso. Ah. Warum so in Eile? Schön langsam, Ich Bruder. schlafen muss. Ja, ich hab den Schlafplatz gefunden. Wo schlafe ich? Hier. Okay, legen wir uns erstmal schlafen. Gucken wir morgen weiter. Wie, ich kann nicht länger. Wie soll ich denn meinen Tag einhalten, wenn ich nicht länger schlafen kann? Ach nee, ich glaube, 4 Uhr war irgendwie Aufstehzeit, ne? Wir müssen mal kurz gucken. Wann war Aufstehzeit? Klostertag. Ja. Oh, verdammt, ich muss hier ans Licht. Wie soll man denn seinen Klostertag einhalten können, wenn man nicht sieht, wann man aufstehen muss? 4 Uhr morgens Morgengebet, okay. Wie spät haben wir es? Alter, Morgengebet! Jungs! Was ist denn los mit denen? Wieso soll ich immer noch schlafen? Jetzt ist es nach 4. Und jetzt komme ich bestimmt zu spät und kriege Ärger. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Ach, geht doch. Okay, komme ich hier irgendwie schnell runter? Weil ich einfach. Das ist doch Bullshit. Wieso gibt es hier eine Tür, wenn man da nicht runter kann? Hier war halt den langen Weg. Aus dem Weg, Mädels. Pass Ich habe mir auf. wehgetan, BTF. Wir halten gerade eine Messe. Mir doch egal. So, wir müssen mal gucken, wann können wir denn zuschlagen? Ich könnte einfach alle töten, die weiß sind, ne?
Das hört sich irgendwie rassistisch an. 3 Uhr morgens Tagesbeginn am Arsch. Gemeinschaftsessen um 6. Das heißt, wir sind jetzt hier 2 Stunden lang im Gebet. So. Warum so in Eile? Warum so in Eile? Sprich mit allen anderen, okay. Was möchtest du? Ich muss etwas gestehen. Ich bin zwar kein Pfarrer, aber nur zu. Wird sowieso nichts Tragisches sein. Ich suche nach einem Dieb. Er war am Überfall auf das Gestüt in Neuhof beteiligt. Ach wirklich? Wer bist du, dass du dich so dafür interessierst? Ich möchte ihn finden und töten. Das ist so. Das ist unwichtig. Warum erzählst du mir das eigentlich? Was willst du von mir? Du könntest mir helfen, ihn zu finden. Den verschwundenen Dieb? Wenn ich etwas wüsste, würde ich es dir sagen. Ehrlich. Wenn, dann muss es einer der Novizen sein. Ich habe erst kürzlich von dem Vorfall in Neuhof erfahren und all die anderen Brüder sind schon viel länger hier. Ich weiß. Abgesehen von mir gibt es nur 4 Novizen. Aber noch weiß ich nicht, welcher es sein könnte. 3. Bitte lass mich aus dem Spiel. Und du hast recht, es könnte jeder sein. Niemand weiß etwas über Lukas. Konstantin könnte sonst wer sein, nur kein Mönch. Und Joachim ist ein schleimiger Wurm. Es würde mich nicht überraschen, wenn er am Massaker beteiligt war. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich ihn leiden. Er ist eine spitzfindige Ratte und würde alles tun, um sich einzuschleimen. Wenn ich mir vorstelle, dass er dort war, bekomme ich Gänsehaut. Du bist ein kleiner, widerlicher Penner. Ich bezweifle, dass er es war. Nur sag den anderen bitte kein Sterbenswörtchen. Keine Sorge, mein Freund. Ich schweige wie ein Grab. Okay. Antonius. Ich werde dich jetzt nicht sofort töten. Ich werde dich erst beklauen. Oh, ich hätte sie nachts beklauen. Oh, ich hätte sie nachts beklauen sollen. Ach, verdammt, wie soll ich denn so klauen? Ich kann dich hier nicht schließen. Antonius, du bist es. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch, dass du es bist. Ich kann es nur nicht beweisen. Dafür müsste ich dich beklauen können. Oh, ich habe nicht dran gedacht, mitten in der Nacht einfach... Oh, es ist so bitter. Schön langsam, Bruder. Ich würde ihn am liebsten einfach hier kalt umbringen, aber ich will es herausfinden. Ich will es normal herausfinden. Ich könnte jetzt hier rumlaufen und einfach alle Weißen umbringen. Gepriesen sei Jesus Christus. Und die Schwarzen am Leben lassen. Werde nur selten das Reden erlaubt, wegen der Bedeutung der Schweigsamkeit. Steht doch geschrieben, beim vielen Reden wirst du der Sünde nicht entgehen. Und an anderer Stelle. So, okay. Konstantin. Ich heiße Gregor, ich bin Novize. Du kannst mich Konstantin nennen. Bist du freiwillig hier oder wurdest du bestraft? Obwohl, es spielt keine Rolle. Willkommen im Fegefeuer. Sagtest du Fegefeuer? Das wirst du noch früh genug rausfinden. Würdest du mir von dir erzählen? Würdest du mir ein bisschen von dir erzählen? Nimm's mir nicht übel, aber ich rede nicht gern über meine Vergangenheit. Verheimlichst du mir etwas? Verheimlichst du mir womöglich etwas? Warum willst du mir nichts über dich erzählen? Eine elende Vergangenheit, die ich lieber vergessen würde. Ich denke ungern an das, was ich verlor, als sie mich herschickten. Außerdem hasse ich die Frage. Bist du wirklich der Sohn des berühmten Smil Flaschka von Pardubitz? Ich war reich und hatte alles. Aber dann spürte mein Vater sein Ende nahen und beschloss, einen seiner Söhne ins Kloster zu schicken. Weil ich der Jüngste bin, fiel das Los auf mich. Sie sagten, ich hätte keinen Sinn für die Verwaltung des Familienbesitzes. Stell dir nur vor, ich, in einem Kloster. Ich steckte zu Hause ein, was ich konnte, damit ich hier nicht aufgeschmissen bin. Ja gut. Vielmehr schneide er die Sünden schon beim Entstehen mit der Wurzel, die er kann. Er soll daran denken, dass ihm sonst das Schicksal des Priesters Heli von Shiloh droht.
Also ist das jetzt Pius, ja? Zweites Mal mit mahnenden Worten zurecht. Boshafte aber, hartherzige, stolze und ungehorsam. Was hast du vor? Was willst du mit deinem Schatz tun? Ich will hier weg, sobald ich kann. Ich warte noch ein, zwei Jahre, bis meine hitzköpfigen Brüder sich beruhigt haben. Schnappe mir das Silber und gehe weit, weit weg von hier. Sie haben den Diebstahl sicher bemerkt. Sie müssen den Diebstahl doch bemerkt haben. Ich spendete dem Kloster etwas Geld, als ich ankam, um meinen Geschwistern eins auszuwischen. Ich sehe sie schon mit dem Abt streiten, damit er es wieder herausrückt. Und das restliche Geld hast du versteckt? So ist es. Du hättest nicht herkommen müssen. Du hättest nicht herkommen müssen, wenn du nicht wolltest. Nicht, wenn ich am Stadttor hätte betteln gehen wollen. Ich hatte die Wahl. Entweder das Kloster oder gar nichts. Wäre es erst nach dem Tod meines Vaters so gekommen, hätte ich es verstanden. Aber so? Aber irgendwie war das jetzt nicht schlüssig, dass das Pius ist. Mehr wollte ich nicht wissen. Bitte behalte all das für dich. Wenn aber der Jünger verdrossen gehorcht, also nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Herzen, so findet er, selbst wenn er den Befehl... Ah, nee, das ist, okay, dann ist das nicht Pius. Ich wollte schon sagen. Ich suche nach Dietrichen. Mir scheint, dich kann ich das fragen. Gibt es im Kloster jemanden, der mir ungewöhnliche Dinge beschaffen könnte? Wie zum Beispiel Dietriche? Dietriche, was? Ich will gar nicht wissen, wozu du die brauchst. Frag den Kellerer. Okay. Was hältst du von den anderen Novizen? Ich wüsste gerne, was du über die anderen Novizen denkst. Antonius. Erzähl mir von Antonius. Wenn ich dir jemanden als Freund empfehlen würde, abgesehen von mir selbst, wäre es Antonius. Er ist eine ruhige Seele und man kann gut mit ihm reden. Außerdem ist auf ihn stets Verlass. Antonius ist Pius. Weil Antonius Pius. Das ist schon eindeutig. Das wäre alles. Danke. Warum wirst du nicht dafür bestraft, dass du der Messe fernbleibst? Ich muss dir etwas sagen. Etwas, das du nur ungern hören wirst. Ich bin hier, weil ich jemanden suche, um ihn zu beseitigen. Sei versichert, es wäre kein Mord. Nicht bei einem wie ihm. Er ist einer der Schurken, die Neuhof niederbrannten. Er hat den Tod verdient. Was tut er hier? Und wer bist du? Man nennt ihn Pius, weil er früher einmal Pfarrer war. Als er herausfand, dass man ihm auf den Fersen ist, verkroch er sich hier und entkam so dem Gesetz. Ich wurde hergeschickt, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Er ist einer der Novizen. Wir haben also einen Verbrecher und einen Vollstrecker in unserer Mitte. Dieser Ort ist aufregender, als ich dachte. Weißt du, wer es ist? Das ist es, ja. Vielleicht Antonius. Vielleicht ist es Antonius. Antonius? Nein, er ist ein feiner Kerl. Obwohl man nie weiß, was sich wirklich unter der Haut eines Menschen verbirgt. Siehst du, wie schwierig es ist? Es könnte jeder und doch niemand Bestimmtes sein. Es ist Antonius, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich sage nichts mehr. Und du solltest ebenfalls kein Wort darüber verlieren. Aber du sprichst von einem Mord im Kloster. Das sollte ich wirklich melden. Bist du sicher, dass du es melden willst? Hör mir zu, du wertloses Stück Scheiße. Du hältst schön dein Maul. Sonst schwöre ich bei Gott, dass ich erst dich aus dem Weg räume. Das hätte ich nicht von dir gedacht, Gregor. Du bist nur ein einfacher Mörder, ein Wolf im Schafspelz. Denk dran, die Mühlen Gottes mahlen langsam, aber stetig. Ah, du hast gelernt, Smil Faschka von Bardubitz. Na gut, sprechen wir die anderen mal an. Grüß dich, Bruder. Ich bin Gregor, der Neue hier. Sei gegrüßt, Bruder. Ich bin Joachim, der Älteste der Novizen. Ich hoffe, es gefällt dir hier im Kloster und du bekommst hier keinen Ärger. Ärger? Du bist jung, womöglich unmäßig. Könntest schnell vom rechten Weg abkommen. Ich rate dir, die älteren Mönche kennenzulernen. Man kann nie wissen, wann einem das zustatten kommt. Okay, Ich habe im Buch des Abtes gelesen. Darin steht, dass du nicht so heilig bist, wie du vorgibst. Offenbar bist du sogar ein rechter Lüstling. Du bist in sein Quartier eingedrungen, um mich auszuspionieren? Damit kommst du nicht davon. Ich habe dich nicht gefragt, was Recht und Unrecht ist. Ich bin vielmehr an den Dingen interessiert, die im Buch über dich stehen.
Ich sage dir gar nichts und werde dich sofort melden. Auf keinen Fall darf er darüber hinwegsehen, wenn sich jemand verfehlt. Mach es doch. Wenn du das tust, verpasse ich dir einen Schlag, den du nicht mehr vergessen wirst. Nein, nicht schlagen. Ich sage niemandem etwas. Ich schwöre es. Ah, mit Gewalt kommt man weiter, Freunde. Erzähl mir von dir. Würdest du mir etwas von dir erzählen? Würde ich, wenn es etwas zu erzählen gäbe. Aber ich bin nur der Sohn eines Gutsbesitzers, der Mönch wurde. Nichts in meiner Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft könnte interessant sein. Warum bist du ins Kloster eingetreten? Weil es besser war, als in Armut zu leben. Als jüngster Sohn konnte ich meines Vaters Ländereien nicht erben. Aber er war gütig und verkaufte ein paar Kühe, um mich herschicken zu können. Und weißt du was? Mir gefällt es hier. Ist doch allemal besser, als im Mist zu stochern. Okay, ich hätte ein paar Fragen. Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Gibt es ein Zwistigkeiten zu den Brüdern? Erzähl mir etwas über das Leben. Wer ist hier für alle? Okay, zurück. Was hältst du erstmal von den anderen? Erzähl mir von den anderen Novizen. Konstantin. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen und viele Freunde, aber ich finde nicht, dass er hierher gehört. Er verbringt zu viel Zeit mit Träumereien und vernachlässigt seine Pflichten. Ich frage mich, warum er noch hier ist. Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn längst hochkant rausgeworfen. Na, wenn es so leicht ist, hier rauszukommen. Das klingt, als hättest du nicht viel für ihn übrig. Ich traue ihm nicht mal so weit, wie ich ihn werfen könnte. Glaub mir, er verbirgt etwas vor uns. Nun, da ich darüber nachdenke, ich habe ihn schon lange nicht mehr beim Morgengebet gesehen. Okay, Antonius? Weißt du etwas über Antonius? Nur, dass er freiwillig ins Kloster eintrat, weil er nicht im Laden seines Vaters arbeiten wollte. Antonius ist in Ordnung. Man kann sich auf ihn verlassen. Er ist kein Verräter. Er hilft, wo er kann. Das kann man von manch anderem Bruder nicht sagen. Okay. Hör mal, ich muss dir etwas sagen. Im Kloster hält sich ein gefährlicher Verbrecher auf. Und ich bin auf der Suche nach ihm. Ha! Ich wusste, er ist ein Halunke. Aber wer bist du? Oh, ich sollte lieber nicht fragen, oder? Das ist sicherer. Genau. Wer ist ein Halunke? Dieser Konstantin. Ich fand ihn schon immer sonderbar, aber nun ergibt alles einen Sinn. Er ist gottlos und bestimmt ein Schurke. Du meinst, er verpasst das Morgengebet? Dir ist es auch aufgefallen? Darum geht es nicht. Ah, du hast mich falsch verstanden. Darum geht es mir doch gar nicht. Nein, aber er verhält sich definitiv wie ein Gauner. Wer sollte es sonst sein? Das versuche ich herauszufinden. Was tust du mit dem Kerl, wenn du ihn gefunden hast? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Du solltest mit den Zirkatoren oder dem Prior sprechen und nicht allein handeln. Erstmal, ich halte nichts von ihm. Hier, der Kollege, wie auch immer er hieß. Er ist ein Widerling. Also, ich kann ihn verstehen. Er tut viel hier drin. Weißt du, er arbeitet und da ist dann Konstantin, der einfach nur chillt. Ist klar, dass er ihn nicht mag und deswegen sagt, hey, der ist der verdächtige Knickknack. Erzähl mir von... Ich glaube, du bist der, den ich suche. Nein. Es ist definitiv Antonius. Sag mir meine Quest. Die Nadel im Heuhaufen. Den die anderen Novizen kennen, speise mit den anderen. Ja, nee, das muss ich nicht. Ich bin anders. Antonius, mein Freund, du bist... Wo ist der andere? Fragen wir erstmal hier Konstantin nochmal. Gelobt sei Salve Domine. Warum wird er nicht bestraft? Warum bestraft man dich nicht dafür, dass du dem Morgengebet fernbleibst? Ich habe die Zirkatoren bestochen. Sie sehen nicht hin. Und die anderen Mönche bemerken nichts, solange man hin und wieder sein Gesicht zeigt. Um die Zeit ist niemand sonderlich wach. Okay, ich bin immer noch wegen des Verstecks neugierig. Ich würde immer noch gern mehr über dein Versteck erfahren. Ist keine große Sache. Hin und wieder lese ich während der Messe.
Sonst bleibt dafür keine Zeit, jedenfalls nicht für Bücher, die ich mag. Und das Versteck habe ich nur, damit niemand mein Buch findet. Was ist das für ein Buch? Was für ein Buch ist es? Ich fand es in der Klosterbibliothek. Es stand im falschen Regal und ich nahm es mit, um es später zu lesen. Es ist das Necronomicon. Geister, Dämonen und Beschwörungen jenseits unserer Welt. Das Buch ist in einer seltsamen Sprache geschrieben, die ich kaum verstehe. Immer nur Barra hier und Barra dort. Wer weiß, was das bedeutet? Ich habe die Silben gezählt und die Wörter rückwärts gelesen, aber ich komme auf keinen grünen Zweig. Oh. Ich bin nicht sicher, was der Prior oder der Zirkator zu einem solchen Buch sagen würde. Oder sonst jemand. Es klingt äußerst verboten. Pah, Vorurteile. Aber du hast recht, es ist verboten. Nur ohne Grund. Hat Wissen den Menschen denn je geschadet? Du hast recht, ich hab's eh geklaut. Du hast recht. Wissensdurst sollte niemals verboten sein. Ich bin froh, dass du es genauso siehst. Schau dir das Buch doch selbst an. Vielleicht kannst du mehr damit anfangen. Ich verstehe keine einzige Silbe. Nur bitte sag niemandem etwas davon. Wenn die anderen erfahren, dass ich das Buch genommen habe, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Wissensdurst ängstigt unsere Mitbrüder nämlich. Okay, eigentlich kümmert es mich nicht. Ist mir ohnehin ziemlich egal. Okay, allzu große Last der Arbeit erdrückt oder sogar fortgetrieben werden. Der Abt muss auf ihre Schwäche. Ich stelle ihn jetzt einfach, ich weiß nicht, wo der vierte ist. Die Regula Benedicti, Kapitel 6. Gregor. Ich weiß, dass du Pius bist. Ich weiß, dass du Pius bist. Der, nach dem ich gesucht habe. Jetzt bist du dir also sicher? Sag mir, Gregor oder Karl oder wie immer du auch heißt, was willst du jetzt machen? Man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute verzichten. Hier kann ich ihn nicht töten. Ich bin nicht sicher, was ich tun soll. Ach, zumindest bist du gewillt, deinen Kopf zu benutzen und nicht nur den Bluthund für diese Niemande zu spielen. Und ich bin froh, dass du Zweifel hast. Ich möchte nicht wie die sein, nach denen ich suche. Wenn ich morden muss, dann aus gutem Grund und nicht aus Spaß. Wie du weißt, sind wir beide Bauern in jemandes Spiel. Sie haben Pläne für uns, aber wir müssen das nicht hinnehmen. Wir könnten all das vergessen und unserer Wege gehen. Ja, ich war ein Bandit. Und ich war in Neuhof. Ich habe geplündert und gestohlen. Aber ich schwöre bei Gott, ich habe niemals Unschuldige ermordet. Was ich in Neuhof sah, ließ mich erkennen, dass mein Leben einen Scheißdreck wert ist. Und ich das Blatt noch wenden kann. Hier im Kloster hatte ich genug Zeit, über alles nachzusinnen. Doch dann kamst du und hast alles ruiniert. Der Übeltäter wandelt sich und findet zu Gott. Was genau schlägst du nun vor? Wenn wir einander helfen, bekommen wir beide, was wir wollen. Du kannst zu deinen Leuten zurückkehren und ich irgendwo hingehen, wo ich meinen Lebtag in Frieden verbringen kann und man mich nicht umbringen will. Von Ostern bis zum 1. Oktober morgens nach der Prim bis ungefähr zur 4. Stunde. Gibt es eine andere Möglichkeit? Du könntest einen anderen Novizen töten. Wenn die Kunde über einen Mord nach außen dringt, glauben meine ehemaligen Freunde vielleicht, ich wäre tot. Ich biete dir jedoch eine Lösung an, bei der niemand sterben muss. Bevor wir fliehen, lassen wir es so aussehen, als ob mich jemand getötet hätte. Viel Blut, ein zerfleddertes Stück meines Habits und Fußspuren, die zum Fluss führen. Niemand wird dort nach meiner Leiche suchen. Dort teilen wir uns auf. Du holst deine Belohnung und ich mache mich aus dem Staub. Lieber töte ich dich. Nein, du sollst sterben. Zu schade. Ich dachte, wir könnten uns einigen und beide weiterleben. Doch da du dich nicht von mir überzeugen lässt, werde ich mein Schicksal selbst schmieden. Er wird wahnsinnig! Du wirst leiden! Jetzt betet er da. Ist das dein Ernst? Soll das jetzt von der vierten Stunde, aber bis zur sechsten sollen sie frei sein. Weißt du, wir prügeln uns und die essen ganz gemütlich, ist klar. Was zum Teufel war das? Dein Pech, dass ich gut bin im Prügeleien. Weniger gut im Schwertkampf, aber dafür gut im Prügeleien. Was hat das zu bedeuten? Hat ein böser Geist sich deiner ermächtigt? Ich weiß nicht. Er ist nicht tot.
Okay, ich darf nicht klauen. Die Regula Benedicti, Kapitel 6. Die Schweigsamkeit. Keine Bewegung! Was der Prophet sagt. Ergib dich! Du hast das Gesetz gebrochen und wirst verhaftet. Ergib dich! Nein! Du hast das Gesetz missachtet! Du wirst verhaftet! Ich nehme ihn mit zu meinen Questgebern! Na dann kommt er! Muss ich raus? Wo noch mal die Treppe? Ihr könnt mich nicht angreifen, hallo? Oh verdammt, ich hab ihn fallen lassen. Okay. Hörst du? Hab ich dich. Dir werd ich's zeigen. Du wirst lernen, was Gerechtigkeit bedeutet. Was? Tu nicht so, als ob du nicht wüsstest, was Sache ist, du Hurensohn. Du läufst mit einer Leiche auf dem Rücken herum, sorgst für allerhand Ärger und jetzt spielst du den Dummen? Du landest im Kerker und ich hoffe, du verrottest dort. Ich hab mich erstmal fett beleidigt, ey. Genug, welch Unverschämtheit. Scheiße. Welches Spiel? Tschüss. War mir eine Freude. Kannst du kämpfen? Die Frage ist nur, wie ich jetzt hier rauskomme. Meine Türen sind wahrscheinlich nicht mehr offen. Könnte er geflüchtet sein. Er muss hier irgendwo. Nein, Dietrich habe ich auch nicht, ne? Nee. Mehr hast du nicht drauf? Ich begleiche meine Sünden. Ach, Faustkampf. Faustkampf kann ich dir liefern. Oh. Ist mir egal, die Stadt hasst mich eh. Der gute alte Trick, Freunde, der gute alte Trick. Mehr müssen wir nicht machen. Oh, jetzt zeckt das richtig. Glaubst du selber nicht? Aufheben? Au! Willst du auch aufs Maul, hä? Ich will zuschlagen. Ihn um die Waffe ziehen lassen. Du bist frei. Lass deine Waffe hier und geh. So sei es. Nice. Hey, du hast ja nichts zu suchen. Scher dich fort oder es setzt was. Ist okay. Ist okay. Tja. Au, au, au. Nein. Du da. Was schnüffelst du hier so rum? Fuck, jetzt sind sie zu zweit. Shit. Aber zumindest habe ich jetzt eine Waffe. So. Ich kriege hier meinen Stuff schon zusammen. Halt's gut, schön langsam, Bruder. Bleib schnell. Okay. Sehr schwer. Au! Nein! Bitte nicht töten! Oh mein Gott, bitte nicht töten! Tu mir das nicht an! Ich gebe auf. Genug, genug! Ich gebe auf! Hörst du? Soll das hin? Erwischt! Was ist das? Versuch gar nicht erst. Du landest im Kerker. Minus 2. Ach, der ich krieg doch. Oh nein! Ey. Fuck. Genug! Ja, natürlich. Was? Eher tötet ihr mich, als dass ich aufgebe. Es muss hier einen guten Weg rausgeben. Eilst du zum Gebet? Wie zu Lukas, ja? Hast weiche Knie bekommen. Wenn ich zum Alchemisten gehe und mit ihm rede, bin ich damit frei? Oh, Gottes Willen! Ich bin voll in die reingelaufen, fuck. Okay, ich... Denk nach, Zero, denk nach. Komm her, du Weichein. Ich werde dich finden, du elender Hund. Du kannst nicht ewig weglaufen. Wir müssen die Treppe nach oben finden. Was denkst du, was du da... Scheiße.
Scheiße, Scheiße, Scheiße. Du wirst leiden, wenn ich den... Wohin könnte er geflüchtet sein? Oh! Ich bin erschrocken. Oh, gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh. Oh, haut rein, euer Zero. Tschüss.